Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Die meisten von euch haben sicherlich mitbekommen oder haben sich gewundert, Mensch, kann es sein, dass seit dem letzten Event Update neue Animationen am Start sind, wenn wir uns ein Heil-Item reinziehen, sprich eine Watte, eine Spritze und so weiter und so fort. Das sieht doch alles ganz anders aus. Das ist alles viel größer, man sieht viel mehr von dem Heil-Item. Und jeder, der jetzt denkt, Mensch, eine coole Neuerung, ein tolles neues Feature, was uns eigentlich nicht wirklich viel bringt, der irrt gewaltig, wenn er denkt, das ist einfach mal nicht ganz so uneigennützig von Respawn bzw. von EA implementiert wird. Natürlich verfolgen die einen gewissen Plan, um uns Spielern noch mehr Kohle aus der Tasche zu ziehen. Jetzt fragen sich die ein oder andere, Mensch, es ist doch nur eine Animation für High-Items. Im Endeffekt ist es so, der Beutepool rund um die Apex Packs wird erweitert mit noch mehr, Achtung, Sarkasmus. Ich weiß, dass nicht jeder mit meiner ehrlichen Meinung immer so umgehen kann. Aber ich kann es mir einfach nicht verkneifen, weil ich es schade finde, dass ein Spiel, was so viel Potenzial hat und der große Publisher EA dahinter steht, dem es eher wichtiger ist, noch mehr Kohle aus diesem Spiel zu ziehen, anstatt das Potenzial endlich mal voll auszuschöpfen und auch das Spiel so weit zu fixen, dass vielleicht Spieler, die lange verloren sind, endlich wieder zurückkommen. Also, um was geht's? Es geht um nichts anderes als diese Sticker. Es ist kein Witz. Das wurde vor ein paar Monaten schon mal geleakt. Diese Sticker, und das werden hundertprozentig nicht die letzten sein, es sind die ersten. Die Ladeanimationen wurden quasi jetzt inmitten von Season 14 implementiert und in Season 15 gibt es diese Sticker und wir können davon ausgehen, dass wir die aus Packs ziehen können. Wir können die kaufen. Natürlich, EA braucht Kohle, Strom ist teurer, Gas ist teurer. Wie soll der große Publisher EA sonst ohne uns und ohne diese Sticker überleben? Ist doch einfach mal so. Die brauchen das Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt fragt ihr euch, Mensch, was hat das mit der Ladeanimation auf sich? Ganz einfach. Erinnert euch mal an die Ladeanimation. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich an die alte kaum erinnern, weil ich auf so eine Details tatsächlich nicht achte. Zieht euch mal rein, wie viel man von der Ladeanimation sieht, wenn man sich hier diese Batterie reinzieht. Diese Batterie wirkt extrem riesig. Am Anfang hat man die Batterie recht flach gehalten. Man hat quasi nur gesehen, wie dieser Drehmechanismus aktiviert wurde. Die Batterie selber hat man gar nicht so extrem groß gesehen. Und genau auf dieser großen Fläche kann man diese Aufkleber, diese Sticker platzieren. Und gerade hier an der Animation für die Spritze, die Animation ist übrigens genau die gleiche wie für das große Medikit. Schaut euch mal den Vordergrund rein, der ist total verblasst. Und der hintere Teil, der dann so nach unten fährt, da kann man einen Sticker befestigen. Hurra! Endlich mal was Neues, Innovatives, was noch kein anderer Battle Royale Modus hatte. Das macht uns alle so viel krasser, so viel besser. Kein Packet Loss mehr. Keine Ahnung, ihr hört es aus meinem Sarkasmus raus. Es geht mir leider mega auf den Zünder. Das ist ein schönes Gimmick, keine Frage. Es ist aber nun mal 100% nicht kostenlos. Aber Respawn erkennt, beziehungsweise Respawn wird es nicht sein, EA erkennt einfach nicht, dass das nicht der Sinn der Sache sein kann, ständig Cosmetics rauszuballern und die Community, die Hardcore-Community, die schon seit Anfang an vielleicht dabei sind oder vielleicht erst seit 2 Jahren dabei sind oder wie auch immer, dass die einfach einen Arschtritt dafür bekommen, dass wir uns doch eigentlich nur ein stabiles Spiel wünschen und es gibt eine Menge große Baustellen, die es zu beheben gibt und ja, EA hat nichts Besseres zu tun, als Sticker ins Spiel zu bringen. Genauso wie diese dämlichen, sorry für mein Ausdingens, mal für meine Aussprache, aber diese dämlichen Holosprays, wer benutzt diesen Blödsinn? Ganz ehrlich, Mensch, ich hoffe, dass Respawn endlich mal was dagegen unternimmt. EA, keine Ahnung. Wir haben es eh nicht groß in der Hand, aber es ist einfach traurig, dass das der Grund ist dahinter, dass wir neue Heil-Item der Animation bekommen. So, Sarkasmus wieder aus. Das war's von mir. Ich bin auf eure ganz, ganz fette, ehrliche Meinung gespannt. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, die implementieren jetzt was. Wir müssen es ja nicht kaufen. Wir müssen kein Geld ausgeben, keine Frage. Aber mir geht es hierbei einfach um die Liebe zu diesem Spiel. Und meine ehrliche Meinung muss einfach erlaubt sein, dass irgendwann diese Liebe zu diesem Spiel auch mal ein Ende hat, wenn nicht bald mal was passiert. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Macht's gut.